Hallo und herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblingskanal Mr. Me, den Kanal für schnelles Kochen und schnelles Backen. Und heute gibt es, wie versprochen, die Torte American Cheesecake ohne Backen mit Frischkäse, Butter und Schmandnudel dazugeben. Also super, super simpel. Das Einzige, was mich daran interessiert, ist, ob es dann tatsächlich hinterher auch so aussieht, wie es hier auf der Verpackung dargestellt ist. Ja, legen wir los. Ich habe schon im Prinzip alles vorbereitet. Kind ist in der Schule, also kann es losgehen. Wie immer zu Beginn zeige ich euch, was brauchen wir überhaupt dafür, für diese leckere Torte. Natürlich als erstes eine Packung Dr. Oetker Cheesecake, American Style Blueberry, der Name spricht schon für sich. Nährwertangabe kann ich euch auch eben einmal geben. Zu Beginn hatte sich jemand gewünscht, der Flo nämlich. Und zwar, ein Stück sind ungefähr 102 Gramm, ein Stück hat 303 Kalorien, woher weiß ich das? Das ist nämlich hier auf dieser Seite so ein bisschen versteckter. Also vorne steht nicht die ganze Wahrheit drauf. Also 303 Kalorien pro Stück, 30% Fettanteil. Bei einer Torte oder beim Kuchen guckt man da nicht so ganz genau drauf. Also 3600 Kalorien hat die Torte. Aber ihr müsst ja nicht die ganze Torte auf einmal essen. So, zusätzlich benötigen wir eine Packung, gleich 200 Gramm Schmand, 400 Gramm Frischkäse, 50 Gramm Butter, ein bisschen weich. Ich habe sie jetzt in kleineren Stücken dann nochmal geschnitten, damit sie auch schneller weich wird. 250 Milliliter oder 250 Gramm lauwarmes Wasser. So, Utensilien, ein Handmixer, eine Rührschüssel, eine 26 cm Springform und eine Seite Backpapier. Die spannen wir nämlich jetzt gleich in die Springform ein. Und damit starten wir eigentlich. Ja, legen wir los. Backpapier ist drin. Ist gut auf dem Boden an. Muss ein bisschen natürlich glatt sein, damit der Boden dann auch hinterher glatt wird. Als nächstes, gucken wir doch einfach mal, was uns hier in dem Päckchen erwartet. Also, da haben wir zum einen mal die Mischung für den Belag. Die Mischung für den Boden. Ja, und das ist die Blaubeersoße. Yam yam. Als erstes, dann nehmen wir die Schüssel. Dann kommt die Mischung für den Boden als allererstes hier rein. So. Oh, da sieht man schon die Schokostückchen. Moment, ich zeige sie sofort. Da sind sie. Yam, yam. Butter. Ach so, die müssen wir vorher zerlassen. Dafür gebe ich die jetzt mal eben in die Mikrowelle für ein paar Sekunden, also 10 Sekunden maximal. Aus den 10 Sekunden wurden dann doch 15 Sekunden. Aber zumindest ist sie jetzt komplett zerlassen, wenn nicht flüssig. So. Einmal. Dann brauchen wir den Mixer und das Ganze dann eben einfach verrühren, bis ein gleichmäßiger Teig für den Boden entsteht. So, wie nach Vorgabe haben wir jetzt das Ganze vermischt. Naja, gut. Ein Teich ist das nicht wirklich, ne? Also ist dann mehr so ein Gebrösel. Naja, gut, okay. Alles in die Springform reinschütten. Und dann, den habe ich euch eben bei der Zutatenliste verheimlicht, wir brauchen noch einen Löffel. Das Ganze verstreichen auf dem Boden und anschließend soll das festgedrückt werden. So, ich habe ja schon mal in der Art einen Boden gemacht. Das war, ich glaube, bei dem Video mit der Frischkäsetorte, war das Zitrone? Ja, genau, Zitrone war das gewesen. Und da war das so ähnlich. Aber da muss ich sagen, der Boden als solches, ich mache das mal mit der Hand, der Boden als solches erschien mir bei dem Video irgendwie fester zu sein. Aber das kann auch täuschen, vielleicht gibt sich das ja jetzt so, wenn man das jetzt so festdrückt, den Boden an dem Rand, wie immer, ein bisschen höher stehen lassen. So, damit wir mit den
Batschehändchen auch schön im Teig drin waren. Aber so sieht das doch schon ganz gut aus. Ne? Gebe es nochmal eben hoch, um es nochmal zu zeigen. Also jetzt ist der Boden so fest. Ja, denke mal. So hat sich die Firma Dr. Oetker das auch so gemeint. Ja, dann was haben wir als nächstes? Jetzt müssen wir als nächstes die Füllung anrühren. Genau. Für den Belag habe ich mir dann jetzt doch mal eine andere Schüssel geholt, weil hier habe ich jetzt auch einen Spritzschuss. Ich weiß nämlich vom letzten Mal, dass das mitunter dann auch schon ganz schön hochschwappen kann. So, die Mischung für den Belag jetzt in die Schüssel, dann die 250 ml lauwarmes Wasser dazu. Jetzt brauche ich einen anderen Aufsatz. Statt Teig nehmen wir nämlich jetzt die Rühraufsätze, Mixaufsätze, Deckel drauf und das Ganze 3 Minuten lang kräftig aufschlagen. Ja, 3 Minuten aufschlagen, ne, auf höchster Stufe und anschließend 5 Minuten Küche putzen, inklusive sich selber dann halt abwischen, trotz Spritzschutz. Naja, gut, vielleicht mein Fehler, dass ich nicht die professionelle Ausstattung hier habe. Aber das Ganze ist einfach zu flüssig. Gut, so, als nächstes Deckel ab, dann Schmand und Frischkäse unterrühren. Wo habe ich meinen Löffel? Da. Einfach alles dazugeben. Vorsicht, könnte nämlich jetzt dann wieder hochschwappen. Ja, genau so. Genau so bitte nicht machen. Ja. Ich muss mal dazu übergehen. Ich muss euch unbedingt mal demnächst in so ein paar Videos so ein paar Outtakes mit einbauen. Weil das ist mitunter, ist das nämlich total lustig. Also man stellt sich das so einfach vor, ne? Also sieht ja manchmal in den Videos so einfach aus. Aber Tatsache ist nun halt, dass viele Sachen doppelt und dreifach gemacht werden müssen, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und dazu gehören zum Beispiel auch solche Dinge dann halt zwischendurch die Küche mal wieder in Ordnung bringen und sauber machen. Dann fliegen mitunter irgendwelche Klamotten durch die Gegend. Irgendwas funktioniert nicht. Viele gehen ja dazu über und haben alle Zutaten doppelt und dreifach da. Das habe ich nicht. Das heißt also, wenn was schief geht, geht es schief. So, jetzt das Ganze unterrühren und wie ihr seht, danach natürlich die Küche wieder putzen. So. Da müssen wir jetzt durch. Also, mitunter schon eine ganz schöne Sauerei. Man kann jetzt natürlich ein bisschen Küchentuch drüber tun oder, ne, aber ich kann das ja jetzt hier mitunter nicht machen, weil sonst kann ich euch das nicht. Sonst kann ich euch das halt nicht richtig zeigen. Ne? Aber ist ja egal, das wird jetzt einfach nur hier runtergerührt. So. Und wenn wir das dann haben, sieht lecker aus. Einfach in die Form reingießen. Und dann geht das Ganze für 2 Stunden in die Kühlung. Ich mache das immer so, dass ich am Anfang erstmal die ersten 10 Minuten das jetzt in, also jetzt nicht bei dem, den mache ich jetzt zum allerersten Mal, aber bei den anderen, die man jetzt nun halt kühlen muss, die packe ich dann erstmal für die ersten 10 Minuten ins Eisfach, um dann anschließend das Ganze dann wirklich für die 2 Stunden in den Kühlschrank dann halt zu geben. Ne? So, hier nochmal ein bisschen verstreichen. Setzen, denke ich mal, wird sich das ja wohl von alleine. So, soweit haben wir das. Jetzt stelle ich das, wie gesagt, ins Eisfach, danach in den Kühlschrank und den Rest der Zeit oder in der Zwischenzeit, glaube ich, mache ich hier die ganze Küche sauber. Jo. Ja, ich habe dann jetzt mal die Springform abgemacht und wie ihr seht, das ist im Grunde genommen das, was ich schon vorher gesagt habe, dass mir dieser Boden irgendwie ja, viel zu locker vorkam. Naja gut, hat ja vielleicht nichts mit dem Geschmack zu tun, aber sieht natürlich definitiv nicht so aus wie auf der Verpackung.
Nichtsdestotrotz versuche ich das Ganze mal zu dekorieren. Demnach soll man das einfach nur hier rausdrücken. Ja. Naja, also, es sieht nicht so aus wie auf der Verpackung, das kann man schon mal soweit sagen. Mit dem Boden bin ich auch soweit nicht zufrieden, also der scheint mir doch ein bisschen bröselig zu sein. Das hier mit der Verzierung funktioniert natürlich auch nicht so wie auf der Abbildung, aber naja, gut. Wir schauen mal, ob er denn schmeckt. Ja, da ist das gute Stück auf dem Teller. Also sieht natürlich ganz anders aus als auf der Verpackung, aber das kann natürlich auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber der Boden ist mir gleich zu Beginn schon sehr bröselig vorgekommen und das ist jetzt hier genau der Fall. Aber das tut ja, die Optik tut ja meistens keinen Abbruch. Wir probieren es einfach mal und dann schauen wir mal. Ja doch, schmecken tut er natürlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Zweifellos, wenn die Optik da nicht stört, umso besser dann halt. Ja, aber ist auch mal ganz gut zu sehen, dass man nicht alles so hinbekommt, wie es eben halt auch so auf den Verpackungen ist. Klar sind das halt Profis oder meistens sind das ja auch überarbeitete Fotos und so. Aber schmecken tut er und von daher ist das auch okay. Ja, wie gesagt, wenn ihr Spaß dran habt, holt euch den, aber nicht vergessen, holt euch ganz, ganz viele Putzutensilien, denn ich habe hier ganz schön schrubben dürfen, weil das spritzt unheimlich. Vielleicht irgendwie ein Handtuch oben drüber oder so, wenn ihr das Ganze dann halt mixt. Damit kann man es natürlich dann halt vielleicht ein bisschen unterdrücken. Okay, gut, nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ihr weitere tolle Videos sehen wollt und nichts verpassen wollt, wie immer auf das Glöckchen drücken, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.